Spannend bis zum Schluss. Neben mir der Zweitplatzierte, Nikita Gänse. Nikita, ganz kurz vor Schluss hast du den Zweiten geholt. Erzähl mal, was passiert? Ja, zuerst, ich war halt schon sehr nah hinter Finn. Dann bin ich rausgestochen, weil er halt nach außen gefahren ist. Dann ist er aber nochmal nach innen und ich bin so ein bisschen über ihn gefahren. Dann hatte ich halt genug Schwung und konnte noch an Raphael vorbei. Also nicht ganz vorbei, aber versuchen reinzustechen. Aber dann habe ich ihn noch, weil er versuchen wollte, an Moritz vorbeizufahren, habe ich davon noch profitiert in dem Zickzack nach der Mutkurve. Und tut mir halt leid für ihn. Ja, und dann konnte ich noch vorbei. Hast du denn in der Zwischenzeit, wo du zurückgefallen bist, dann auch mal gedacht, oh, das wird nichts mehr? Oder hast du die ganze Zeit gewusst, pass auf, den Moritz, den Raphael und den Finn, den hole ich mir noch? Ich habe mir halt einfach nur gedacht, ich will gewinnen, also versuche ich so weit wie möglich nach vorne zu fahren. Hat ja offensichtlich sehr gut funktioniert. Herzlichen Glückwunsch nochmal und danke dir fürs Interview.